Hello everyone and welcome to our video series on Learn German Vocabulary. In this video, you'll be learning the names and articles of various institutions you find in a city. Also, you will learn what one can do there. Do remember to listen carefully and repeat. So, let's begin. In der Stadt. And here's the first one. Die Bäckerei. Die Bäckereien. Noch einmal. Die Bäckerei. Die Bäckereien. Hier kann man frisches Brot kaufen. Die Bank, die Banken. Noch einmal, die Bank, die Banken. Hier kann man Geld abheben oder einzahlen. Die Apotheke. Die Apotheken. Noch einmal, die Apotheke. Die Apotheken. Hier kann man Medikamente kaufen. Der Kiosk. Die Kioske. Noch einmal. Der Kiosk. Die Kioske. Hier kann man Zeitung kaufen oder Zigaretten kaufen. Der Supermarkt. Die Supermärkte. Noch einmal, der Supermarkt. Die Supermärkte. Hier kann man Lebensmittel kaufen. Die Bücherei. Die Büchereien. Noch einmal, die Bücherei. Die Büchereien. Another common word for Bücherei is die Bibliothek. Hier kann man viele Bücher finden. Let's move on to the next one. Der Bahnhof. Die Bahnhöfe. Noch einmal. Der Bahnhof. Die Bahnhöfe. And almost every city has the main railway station, which is known as der Hauptbahnhof. Hier kommen täglich viele Züge an. Das Restaurant. Die Restaurants. Noch einmal, das Restaurant. Die Restaurants. Hier kann man essen gehen. Das Hotel. Die Hotels. Noch einmal, das Hotel. Die Hotels. Hier kann man übernachten. Die Metzgerei. Die Metzgereien. Noch einmal,
Die Metzgerei. Die Metzgereien. Hier kann man Fleisch kaufen. Die Post. Die Posts. Noch einmal die Post. Die Posts. Hier kann man Briefe abschicken. Das Kino. Die Kinos. Noch einmal das Kino. Die Kinos. Hier kann man Filme sehen. Das Stadion. Die Stadien. Noch einmal das Stadion. Die Stadien. Hier kann man Fußballspiele sehen. Das Theater. Die Theater. Noch einmal das Theater. Die Theater. Hier kann man Drama sehen. Der Zoo. Die Zoos. Noch einmal der Zoo. Die Zoos. Other common words for zoo are der Tierpark or der Tiergarten. Hier kann man viele Tiere sehen. Das Krankenhaus. Die Krankenhäuser. Noch einmal das Krankenhaus. Die Krankenhäuser. Hier findet man viele Patienten. Der Blumenladen. Die Blumenläden. Noch einmal der Blumenladen. Die Blumenläden. Hier kann man Blumen kaufen. Der Flughafen. Die Flughäfen. Noch einmal der Flughafen. Die Flughäfen. Hier sieht man viele Flugzeuge. Der Park. Die Parks. Noch einmal der Park. Die Parks. Hier kann man spazieren gehen. Die Bushaltestelle. Die Bushaltestellen. Noch einmal die Bushaltestelle. Die Bushaltestellen. Hier halten Busse an. Die Schule. Die Schulen. Noch einmal die Schule.
die Schulen. Hier geht man zum Lernen. Die Universität. Die Universitäten. Noch einmal die Universität. Die Universitäten. Hier kann man studieren. Der Buchladen. Die Buchläden. Noch einmal der Buchladen. Die Buchläden. Hier kann man Bücher kaufen. Die Kneipe. Die Kneipen. Noch einmal die Kneipe. Die Kneipen. Hier kann man Alkohol trinken. Das Fitnesszentrum. Die Fitnesszentren. Noch einmal das Fitnesszentrum. Die Fitnesszentren. Hier geht man, um fit zu bleiben. Das Schwimmbad. Die Schwimmbäder. Noch einmal das Schwimmbad. Die Schwimmbäder. Hier kann man schwimmen. And here's the last one. Das Reisebüro. Die Reisebüros. Noch einmal das Reisebüro. Die Reisebüros. Hier kann man Reisen buchen. Well done. Hope you enjoyed this lesson. Danke. Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss. Auf Wiedersehen.